Es könnte doch so idyllisch sein, oder? Ein freier Nachmittag im Park, sich einfach mal schön hinsetzen, aber bei diesen unglaublich kalten Temperaturen kein Wunder, dass auch die Sandkiste hinter uns leer ist. Das einzige Überbleibsel, was hier geblieben ist, ist eine Rechen, die ein Kind verloren hat. Aber wie sieht es eigentlich im Detail aus? Es werden Wetterwarnungen ausgerufen, unter anderem, weil es zu häufig und viel Schnee kommen soll, unter anderem natürlich in hohen Lagen bis zu einem Meter. Damit rechnen hier die Wetterexperten, vor allem auch im Salzburger Land, aber auch in der Steiermark und im Burgenland kann es immer wieder Schneeflocken geben und das ganz schön heftig natürlich, das sogar in tieferen Lagen. Also wie gesagt, auf den Pisten muss man aufpassen wegen Lawinengefahr und bei uns vor dieser bitteren Kälte. Auch in Wien, da kann es immer wieder Schneeflocken geben sogar und das auch schon ab morgen. Damit sind wir auch schon bei der Prognose am Freitag. Unbeständig geht es weiter und dieser Sturm, diese Sturmböen, auch die bleiben uns leider auch am Wochenende erhalten. Ja, wärmer als 4 Grad wird es leider auch hier im Flachland eher nicht. Wie gesagt, der Neuschnee, wir sind gespannt, wie viel es dann tatsächlich werden wird, aber das Wochenende bleibt eben turbulent. Und wenn es nicht gerade schneit, dann ist es eine Mischung aus Schnee und Regen, was auch nicht besonders angenehm ist, eben hier bei diesen dann doch sehr eindringlichen Windböen. Aber es gibt auch Grund aufzuatmen, ein wenig Sonne setzt sich durch und das ab Start der neuen Woche, Montag dann um die 6 Grad, wie gesagt, bitterkalt ist es aber trotzdem, aber ganz klar, wir haben immerhin auch Winter. Für die nächsten Tage sind große Neuschneemengen zum ersten Mal in diesem Winter vorausgesagt und das bedeutet natürlich auch eine erhöhte Lawinengefahr, vor allem im Nordstau. Wir sind jetzt direkt verbunden mit der Lawinenwarnzentrale, mit Matthias Walcher von der Geosphere Austria, er ist derzeit in Saalfelden. Herr Walcher, wie stellt sich die Situation momentan dar? Ja, wir sind in einer Nordweststaulage, wo feuchte Luft eigentlich die nächsten Tage an die Alpen herangeführt wird. Dadurch kommt es zu ergiebigen, auch in der Intensität hohen Niederschlägen. Begleitet wird das Ganze von stark bis stürmischem Wind. Und das bedeutet, dass die Lawinengefahr ansteigt. Also heute im Tagesverlauf haben wir bereits einen Anstieg auf große Lawinengefahr oberhalb der Waldgrenze. Und diese Gefahrenstufe wird uns auch übers Wochenende hin begleiten. Das heißt, es wird Lawinenwarnstufe 4 geben in den nächsten Tagen. Wir sind ja knapp vor Ferienbeginn. Was bedeutet das jetzt für die Freizeitsportler? Für den Skitourensportler, für den Wintersportler im Allgemeinen ist das eine sehr gefährliche Situation, weil einfach sehr viele Gefahrenstellen im Gelände angetroffen werden können, Lawinen ein Ausmaß erreichen, das sehr leicht zur Verschüttung führen kann und eben auch die Gefahr von oben droht durch spontane Lawinenaktivität. Und das bedeutet, dass unerfahrene Personen möglichst auf den gesicherten Pisten bleiben sollten. Das heißt, es ist möglich, dass Lawinen einfach unter Anführungszeichen von selbst abgehen? Durchaus. Wir erwarten das auch vor allem während intensiver Niederschlagsphasen. Das bedeutet vor allem ab heute Nachmittag und dann auch bis Samstagmorgen zumindest werden wir vor allem hochalpin, wo man natürlich nicht sehr viel davon mitkriegen wird, weil zum Glück wenige Personen unterwegs sind, werden wir aber spontane Aktivität verzeichnen können. Das heißt, kurz zusammengefasst, im freien Gelände kann es lebensgefährlich sein. Durchaus, ja, das kann man so sagen. Vielen Dank, Herr Walcher, für diese Informationen und Aussichten. Ihnen auch alles Gute fürs Wochenende und hoffentlich ein paar Momente, wo Sie den Schnee auch genießen können. Und für Sie zu Hause, ganz wichtig, jetzt vorerst einmal in den gesicherten Bereichen bleiben und dann, wenn es schön wird, den Lawinenlagebericht prüfen, die Touren genau planen. Und jetzt einmal ein schönes Wochenende. In Teilen Niederösterreichs und der Steiermark hat am Donnerstag zum Teil große Lawinengefahr geherrscht. Stufe 4 von 5 galt in den Ibstaler Alpen oberhalb der Waldgrenze. Darunter wurde das Risiko als erheblich, was Stufe 3 heißt, eingeschätzt. Ebenso wie in höheren Lagen in den Türnitzer Alpen, im Gippel-Göller-Gebiet sowie in der Rax-Schneeberg-Region. Im Tourenbereich wurde die Lage im Lawinenbericht als heikel bezeichnet. Weitere Schneefälle und stürmischer Wind wurden erwartet. In den Ibstaler Alpen steige dazu das Risiko oberhalb der Waldgrenze mit ergiebigem Neuschnee in Kombination mit stürmischem Wind. Im Lawinenbericht heißt es, in sämtlichen Expositionen können sich aus steilen Bereichen mittlere bis große Schneebrett- und Lockerschneelawinen von selbst lösen. In tieferen Lagen könne feuchter Schnee bzw. Regen zu nassen Lawinen aus steilem Wald- und Wiesengelände sowie Böschungen führen.
Exponierte Verkehrs- und Wanderwege seien potenziell gefährdet. Es wurde weiter prognostiziert, die stellenweise große Lawinengefahr bleibt bestehen. Zusätzlich wird in tieferen Lagen die Aktivität von spontanen Nassschneelawinen zunehmen. Ähnlich das Bild in der Steiermark. Auch da war durch die Neuschneemengen in der Nacht auf Donnerstag die Lawinengefahr in vielen Regionen der Obersteiermark groß.